Das ist der geilste Wohnwagen, den ich kenne. Zumindest meiner Meinung nach. Hinter mir steht der Detlefs Bedouin Scandinavia 690 BQT, um den es heute geht. Ganze 9 Meter und 1 lang und Kostenpunkt, wenn er den gut ausstattet, ca. 75.000 Euro. Aber so ein tolles Gefährt habe ich selten gesehen. Ein wirkliches Tiny House auf Rädern und nicht nur das. Es sieht auch unfassbar gut innen drin aus. Seid gespannt auf dieses Video. Ich warte schon Ewigkeiten drauf, dass ich den endlich mal abfilmen darf. Und heute ist es soweit. Wir sind hier auf der CMT in Stuttgart. Ich bin wieder der Philipp von GymaTV. Euch wünsche ich erstmal ganz viel Spaß mit den Highlights und ich freue mich, gleich nach den Highlights mit euch weiterzumachen. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Wir werden jetzt mal eine kleine Runde um den Wohnwagen machen. Dann, kleine Runde ist gut, ja, ist ein großer Wohnwagen, aber dann werde ich euch mal so ein bisschen die Klappen zeigen, die wir hier haben, das Außendesign und dann, nachdem wir die technischen Daten mal durchgesprochen haben, schauen wir uns das Fahrzeug von innen an, denn von innen ist das Highlight wirklich groß. Also seid gespannt und ich hoffe, ihr haltet es bis dahin durch, aber jetzt mal eine kleine Runde ums Auto. Vorne haben wir ganz klassisch unser Bug, was wir natürlich gleich sehen. Skyroof und tolles Bugfenster. Ich hoffe, ihr guckt jetzt nicht gleich durch, weil den Moment will ich mir für später aufheben. Aber hier ganz klassisch unsere zwei Gasflaschen. Auf der linken Seite unser Abwassertank, Bremskeile und rechts wäre dann noch die Reserveradhalterung mit dabei. Ihr habt in dem Wohnwagen dann optional noch das Pannenset, beziehungsweise das Pannenset kriegt ihr dann noch mit dazu. Und natürlich hier Alco-Fahrwerk, Markenhersteller. Wir haben jetzt die AKS hier verbaut mit den selbstnachstellenden Bremsen AAA. Das heißt, auf Sicherheitsbasis ist das natürlich schon ausgereift. Da braucht ihr auch nichts mehr dazu zu bestellen. Serienausstattung ist bei dem Bedouin Scandinavia natürlich, also bei der Länge, auch schon alles Taco. Da müsst ihr an nichts mehr denken. Ja? Gehen wir hier gerade mal an dem Schild vorbei. Ihr seht schon die alte Warmwasserheizung. Die ist optional. Da kriegt ihr aber auch ein tolles Winterkomfortpaket dazu, komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Ist hier verbaut, kommt er auch gut dran. Dann von unserem Kühlschrank die Auslässe, ein schönes Fenster. Auch Rahmenfenster in einem Wohnwagen ist nicht selbstverständlich. Beim Bedouin haben wir sie mit drin. Optional, wirklich eine tolle Sache. Mir persönlich gefallen die Rahmenfenster immer gut. Würde ich auch immer mit dazu anwählen. Und dann schaut euch mal diesen tollen Stauraum an. Wir werden es euch von innen noch zeigen, aber da könnt ihr wirklich sehr, sehr gut durchblicken. Habt einen ganz tollen Platz und kommt ihr dann auch vom Bett innen nochmal ran. Also gerade das Bett hochklappen und dann seid ihr noch gut mit dem Stauraum bedient eigentlich. Auf der linken Seite befindet sich dann noch unsere Toilettenkassette. Da fehlt sogar ein Deckel, hat bestimmt hier einer noch mitgehen lassen. Und dann haben wir unser Heck. Das kennen wir vom Nomad, das wurde ja von Detlefs, ich glaube, vor 2 Jahren eingeführt. Sehr automotiv, sehr schick, sieht auch ähnlich aus wie vom XLi. Schöner, hoher Leuchtenträger, einfach ein hochwertiges Auftreten hier vom Bedouin Scandinavia. Was mir da auch gerade einfällt, wenn wir schon beim Thema hochwertig sind, 17 Zoll Alufelgen sind hier optional möglich. Und würde ich euch auch empfehlen, denn das rundet das Fahrzeug eigentlich nochmal echt schön ab. Auch dieses Titan-Silber-Metallic ist auch eine Sonderausstattung. Es gibt den auch natürlich in Weiß, aber mit dem Titan-Silber und den Felgen sieht auch echt schick aus. Der Wohnwagen ist aber auch eher einer der Hochkaräter, die man vielleicht mal für 1-2 Monate an irgendeinem Campingplatz stehen lässt oder halt mal längere Urlaube mit verbringt. Deswegen ist halt fragwürdig, ob ihr so viel Design außen braucht, aber trotzdem immer wieder schön, wenn ihr es auch dabei habt. Hinten ein kleines Fenster, auch da bitte noch nicht durchgucken. Hinten haben wir nämlich unser Bad, aber das zeigen wir euch alles noch. Chrom-Rangiergriffe und auf der rechten Seite haben wir jetzt keine Klappe mehr. Also sind nur noch
sehr große, schöne Fenster. So, kommen wir zu den technischen Daten. Detlefs hat hier diese tollen Terminals aufgebaut. Da können wir euch das einfach mal alles in Ruhe zeigen. Was mir schon mal wichtig ist, ist der Preis. Der Grundpreis startet beim Beduin Scandinavia bei 48.499 Euro. Und wenn ihr den sauber ausstattet, dann könnt ihr bei 65.000 bis zu 75.000 landen. Also ich habe es mal durchkonfiguriert. Bei 75.000 sind wir ungefähr in der Vollausstattung dann drin. Da habt ihr aber auch wirklich alles drin, was der Wohnwagen hergibt. Und da fehlt euch, glaube ich, nichts mehr dann. Die technischen Daten, ich habe es gesagt im Intro, 9,01 Meter lang ist schon ein Wort. Es gibt natürlich auch längere Wohnwagen, aber das ist schon in der oberen Kategorie angesiedelt. Serienmäßig habt ihr ein Fahrgestell mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,2 Tonnen. Würde ich euch aber sehr ans Herz legen, die Auflastung auf 2,5 Tonnen zu machen, weil ansonsten macht das Fahrzeug für mich einfach wenig Sinn mit der Ausstattung, mit der 690 dann auch sinnig ist. Aufbaulänge von 6,65 Meter, Gesamtbreite von satten 2,50 Meter, das heißt, die Zusatzspiegel am Auto sind auf jeden Fall Pflichtprogramm. Gesamthöhe von 2,65 Meter, seht auch oben, haben wir noch diese Dachreling oben drauf. Ist auch ein bisschen guter Schutz für eure Dachluken und sonst was, wenn ihr mal irgendwo seid. Also nicht schlecht. Umlauf, Vorzelt und so weiter, das packen wir euch alles in die Videobeschreibung. Ansonsten Stehhöhe im Wohnbereich ist 1,98 Meter. Habe ich aber auch selbst schon getestet. Ist ein gutes Raumvolumen, guter Platz. Bettenmaße sind auch noch ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich das Heckbett, ihr seht es auch hier am Grundriss, hier hinten drinne. Und das Bettenmaß von diesem Bett ist 1,85 Meter. Beziehungsweise 2 Meter mal 1,55 Meter. Sprich, das Bett ist 1,55 Meter breit und diese 1,85 Meter ist das Bett, wenn es eingeklappt ist. Da habt ihr so ein kleines Polster, was ihr umklappt, klappt das Bett rein und könnt dann schön seitlich vorbeilaufen. Wenn ihr das Bett rausklappt, dann habt ihr eine Länge von 2 Meter. Das zeige ich euch dann aber später auch, wenn wir am Bett sind. Schlafplätze haben wir dadurch dann 4 Stück. Ihr könnt nämlich hier die Sitzgruppe auch noch komplett zu einem breiten Bett auch umbauen. Habt ihr ja gesehen. Also 2,30 Meter mal 1,15 Meter ist schon sehr groß. Das heißt, wenn da Bedarf besteht, kann man auch noch auf 2 Betten aufstocken. Aber ihr seht ja schon, das Fahrzeug ist eher für 2 Personen ausgelegt. Das ist dann halt fragwürdig, ob sich das dann auch lohnt. Die Masse im fahrbereiten Zustand in Serie 1870 Kilo und Höchstzuladung bei 2,2 Tonnen von 330 Kilo. Ihr habt aber noch, da kommt noch Sonderausstattung und alles on top, also das heißt, da geht noch einiges. Abwassertankvolumen ist beim rollbaren Abwassertank 22 Liter und der Frischwassertank ist 53 Liter. Aber da gibt es dann auch eine kleine Besonderheit. Ich will jetzt auch noch mal kurz in die Serienausstattung reingehen. Da habt ihr nämlich fast alles drin, wie ich schon gesagt habe. AAA, AKS, Bugfenster vorne, Fliegengittertür ist alles mit da drinne. Und auch das Holzdesign und alle Wohnwelten, die es gibt, Amposta, Badalona, Tarragona, das sind tolle Namen, aber die gibt es alle nochmal on top. Und was ich noch erwähnen möchte, ist dieses R-Plus-System, also die hinterlüfteten Dachschrankklappen. Inklusive einen Backofen, den wir drin haben, zeige ich euch. Großer Kühlschrank mit 156 Liter Volumen. Also einiges geboten schon in Serie. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Wohnwelten. Ne? Amposta ist das Grau, in dem Fahrzeug ist das Tarragona drin. Und dann gibt es noch das Badalona, das ist so ein Türkisblau, so ein Petrolblau. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Und Holzdekor haben wir das Amberis Oak. Und dann kommt es zur Sonderausstattung. Wie schon gesagt, Vollausstattung 75.000 Euro. Was auf jeden Fall eigentlich immer mit angewählt wird, ist das Duschpaket oder zumindest die Duschausstattung mit City-Wasseranschluss. Wir haben das Mover-Autark-Paket. Also das Fahrzeug ohne Mover auszustatten wäre fahrlässig. Das ist natürlich ein Muss-Paket meines Erachtens, weil ihr könnt den einfach nicht rangieren, wenn ihr keinen Mover dran habt. Vor allem im Campingplatz, wenn es mal irgendwo enger wird, ist es schon wichtig. Also mit 4 Personen da dran zu stehen und das Fahrzeug versuchen irgendwie zu schieben, wird halt eher schwierig. Deswegen Mover-Autark-Paket. Viererantrieb, das heißt, wir haben an jeder Achse dann auch den Mover-Antrieb dran. Dementsprechend bei einer Doppelachse auch nicht so günstig. Also 6.299 Euro kommen da nochmal on top. Hier ist jetzt in dem Fall noch das Wasser- und Elektrik-Autark-Paket verbaut bei der Kombiheizung. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt hier auch nochmal das Winterkomfort-Paket Premium. Und das ist auch etwas, was den Beduin Scandinavia auch auszeichnet. Der ist halt sehr gut winterfest. Da in diesem Winterkomfort-Paket sind alles Sachen, die ihr
zum großen Teil auch separat anwählen könnt, aber XPS-Isolierung, Warmwasser-Fußbodenerwärmung, die Rahmenfenster sind da beispielsweise auch schon drin, die Elektrik-Autark-Ausstattung ist da drin. Dann könnt ihr noch die Warmwasserheizung separat von diesem Winterkomfortpaket anwählen, könnt aber auch die Warmluftheizung drinnen lassen, so wie es bei dem Fahrzeug der Fall ist. Und dieses Winterkomfortpaket hat einen Wert von 7.200 Euro, Kostenpunkt 6.199 Euro. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, bei so einem Fahrzeug in der Kategorie würde ich es euch auf jeden Fall dann noch mit dazu empfehlen. Und das sind dann eben auch diese Ausstattungen, die ihr noch mit verbauen könnt. Ihr könnt noch einen Fernseher reinpacken, den 32 Zoll, der drinne ist, den zeige ich euch drinne. Den würde ich auf jeden Fall reinmachen mit der TV-Halterung. Ich würde auch an der Stelle die Anrichte anstelle des Liegesofas drinne haben, so wie es hier gemacht ist. Komme ich aber drinne auch nochmal drauf zu sprechen, denn das ist echt, was das Fahrzeug nochmal besonders macht. City-Wasseranschluss, Frischwassertank auf 70 Liter erhöhen, das könnt ihr dann alles hier nochmal mit dazu anwählen. Also, fackeln wir nicht lange. Ich habe, glaube ich, jetzt genug über technische Daten gesprochen. Wir gehen jetzt rein ins Fahrzeug. Seid gespannt. Ich habe wirklich Lust drauf. Das große Highlight dieses Fahrzeugs ist der Innenraum. Und den schauen wir uns jetzt an. Dann sehen wir uns gleich drinnen wieder. Herzlich willkommen im Fahrzeug. Bevor wir jetzt natürlich mal auf die Einzelheiten hier eingehen, will ich euch erstmal einen Gesamtüberblick geben von der Front hier mit dem Skyview, dem unfassbar großen Bugfenster, bis hierher. Unsere Sitzecke für zwei Personen gedacht ist das Auto ja. Dann hinten, ihr könnt mal gucken, du kannst mal stehen bleiben, Niklas. Ich laufe jetzt einfach mal bis nach hinten. Und ich bin immer noch nicht ganz hinten. Ich kann immer noch ein Stück zurück. Und jetzt seht ihr einfach mal, wie riesengroß dieses Auto ist. Ihr kriegt auch mal einen Einblick von dem Holzdekor, von dem Möbeldekor. Alles, wie das Fahrzeug einfach wirkt, finde ich persönlich eins der besten Grundrisse, die Detlefs an Wohnwagen da hat. Der Beduin Scandinavia ist echt ein richtig geiles Highlight. Aber wir fangen mal an in der Bugküche. Ich habe es euch ja gerade schon gezeigt. Skyview, riesengroßes Bugfenster, was wir auch nach draußen aufklappen können. Wir können das Skyview auch aufmachen. Das heißt, da habt ihr eine unglaubliche, nicht nur ein schönes Raumgefühl, sondern auch hier kommt viel Licht durch. Ihr habt hier sehr viel Platz. Schaut mal hier allein das Waschbecken. Da nochmal zwei Steckdosen, da kann nochmal eine Kaffeemaschine stehen. Hier nochmal einen riesen Ablagebereich zum Schneiden und dann auch da nochmal unsere Kochkombination mit dem Full Cooker. Selbst da hinten haben wir noch so viel Platz, dass wir da noch easy was hinstellen können. Also hier einen großen Topf, da zwei kleine Töpfe inklusive Piezo-Zündung auch. Also ist echt super toll, auch stauraumtechnisch einiges geboten hier. Ich mache allein mal hier unseren Apothekerschrank auf. Oder praktisch den Schrank hier auf der Seite rechts. Hier ist auf jeden Fall eine Menge gegeben an Platz. Hier stehen jetzt auch mal so provisorisch so ein paar Teller drin. Die Schubladen, ich will es einfach mal alles kurz durchgehen. Da waren jetzt die Besteckschubladen, die Gasabsperrhähne. Also da geht es halt wirklich unglaublich weit. Das ist praktisch eine richtig schöne, vollwertige Küche, die wir hier haben. Ich muss auch sagen, das Fahrzeug hier ist wirklich größer als meine erste Wohnung, die ich als Student hatte. Ist echt krass, was das hier alles zu bieten hat. Dieser Kühlschrank hier in diesem Scandinavia-Design, dann entsprechend auch richtig groß. Das müssten 182 Liter sein, also da passt auch einiges rein, wie ihr sehen könnt. Oben haben wir noch Stauraum, unten haben wir noch Stauraum, also das nimmt hier wirklich kein Ende. Wer da seine Küchenausstattung nicht unterbekommt, der macht, glaube ich, was falsch. Denn das ist wirklich toll, also wirklich sehr, sehr viel Platz. Ne? Hier vorne haben wir dann unser Bedienpanel über der Tür. Die Aufbautür ist extra breit. Das sehen wir auch, wenn ich hier davor stehe. Ich komme hier mit dem Tablett rein oder raus. In dem Fahrzeug ist auch so viel los. Wir mussten jetzt leider absperren, weil hier so viele Leute rein und raus wollen, sich das Auto angucken wollen. Das ist echt krass. Also deswegen geben wir auch ein bisschen Gas. Wir haben dann auch hier unsere Heizung, die alte Warmwasserheizung oder das Bedienpanel auch dazu. Und dann hier eben noch unser klassisches Bedienpanel, was wir kennen. Batteriefüllstände sind prinzipiell auch in Ordnung, passt soweit. Ne? Und hier kann ich dann meine Heizung einstellen. Das Bedienpanel kennen wir, da will ich jetzt auch euch nicht mit Details quälen. Was ich auch noch sagen will, hier auch die Seitenwände sind entweder in Anthrazit oder in Filzoptik. Dann haben wir hier noch unsere Detlefs-Häkchen, können wir noch unsere Jacken aufhängen.
Wenn wir weiter nach vorne gehen, haben wir unseren tollen Sitzbereich. Und das ist das, was ich auch vorher angesprochen hatte. Das ist jetzt diese Anrichte, die ihr mit, gegen einen kleinen Aufpreis haben könnt. Ansonsten gäbe es hier nochmal eine langgezogene Couch. Aber so, wenn ich jetzt in diesem Fahrzeug stehe, ich kenne auch diesen Bereich mit der Couch nochmal, die hier extra ist. Ich empfehle euch wirklich, diese Anrichte mit dazu zu nehmen, denn das ist nochmal ein Mehrwert, den ihr einfach habt. Also wirklich so eine Anrichte zu haben. Und dann auch dieser Fernseher, den ich hier hochfahren kann, diesen 32 Zoll, ist halt etwas, das halt wegfällt, wenn ihr diese Couch hier habt. Und ich finde, das macht so viel her. Es hat so einen richtigen Wohnzimmercharakter. Unschlagbar meines Erachtens im Wohnwagenbereich, also wirklich unschlagbar. Sieht toll aus. Auch die Griffe, da kannst du mal hinfilmen, Niklas, die sind sehr hochwertig in der Holzoptik. Sehen auch mit diesem Weiß und dem Anthrazit echt schön aus. Wir haben jede Menge Platz hier. Alles in Soft-Close. Also, was das angeht, seid ihr hier echt gut gewappnet. Natürlich auch, wie viel Platz wir hier unten drin haben. Das ist natürlich auch unschlagbar. Ne? Da passen eure Bücher rein, eure DVD-Filme, vielleicht eine Konsole oder ein DVD-Player. Also einiges, was es hier gibt. Ne? Klar, jetzt hier vorne nicht mehr so viel Platz durch den Fernseher, der verschwindet. Aber wenn man praktisch das Fach dann freilässt, hat man auch da nochmal schöne Ablagefläche. Auch die Sitzgruppe ist sehr bequem. Allein, dass ich hier sitzen kann, meine Eckpolster habe ich hinten. Ich habe den Tisch mit dem Tischfuß, den ich verschieben kann, wo ich hoch und runter stellen kann. Also auch da ist nochmal sehr viel Platz gegeben. Blumenstrauß haben wir hier. Will ich jetzt zwar jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch Fenster, also ein großes Ausstellfenster hier hinten draußen. Dann hier oben nochmal Schrankklappen en masse. Ein tolles Panoramafenster, was direkt auf den Tisch strahlt. Das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, was halt auch sehr gut gelegen ist vom Platz her. Ne? Und dann, wenn wir einfach mal weiter hinten reingehen, sind wir auch schon im Schlafbereich angekommen. Den Schlafbereich können wir komplett abtrennen. Das ist schön blickdicht, wahrscheinlich nicht unbedingt schalldicht, aber auch mit den Magneten sehr komfortabel anzubringen. Und dann haben wir hier unser großes Doppelbett. So wie ich es jetzt verstanden habe, wurde das Doppelbett schon beschädigt. Die Gasdruckdämpfer sind hinüber. Aber es geht schon, so wie ich sehe. Wir sind jetzt aber trotzdem sehr vorsichtig. Niklas, du kannst da mal reinfilmen. Zu diesem Bett gelange ich über so eine Klappe, eine Außenklappe. Und hier habe ich auch zusätzlich noch mal sehr, sehr viel Platz zum Verstauen. Das heißt, ich komme von außen hin, ich komme aber auch über das Bett dann rein. Sowas ist immer toll, wenn ich zwei Möglichkeiten habe, um auf den Stauraum zuzugreifen. Dann kann ich das von draußen einladen und von drinnen dann auch benutzen. Rechts und links dann raumhohe Kleiderschränke. Ihr seht jetzt auch mal die Höhe. Da könnt ihr eure Hemden, eure Jacken und so locker reinhängen. Auch das Heizungsauffüllmodul ist hier, oder beziehungsweise Heizungsflüssigkeitsstand ist hier verbaut. Der Sicherungskasten ist verbaut und dann auch nochmal zusätzlich Elektronik. Da unten müsste dann, ja, da haben wir tatsächlich auch nochmal Platz, um ein bisschen was reinzulegen. Aber da ist halt Kabel und alles. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber da könnt ihr rein theoretisch auch noch was reinlegen. Auch hier wieder Dachschrankklappen, das heißt Platz. Auf der linken Seite haben wir diesen Kleiderschrank auch, den machen wir auch gleich nochmal auf. Was ich euch jetzt mal zeigen will, ist hier das Bett. Das ist jetzt ein bisschen unordentlich, wir haben es vorher gerichtet. Ihr habt nämlich hier nochmal so ein Zusatzteil, womit ihr das Bett länger machen könnt. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. So habe ich jetzt praktisch das Bett zum Schlafen. Das kann ich dann hochklappen, weil jetzt hier zum Vorbeilaufen nicht mehr so optimal ist. Ich lege mich aber jetzt einfach mal drauf. Ich hoffe auch, dass alles hier nach wie vor noch in Ordnung ist. Sieht gut aus. Also ich kann mich hier gut ablegen. Die Bettenmaße haben wir ja draußen schon gelesen. Die findet ihr natürlich dann auch wieder in der Videobeschreibung. Aber Platz auf jeden Fall da. Ich bin auch der Meinung, dass man dieses Teil vorne nochmal rausschieben kann. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, dann klappen wir das einfach nach oben und ziehen das Ganze einfach wieder ran. Ja, und dann haben wir hier eine schöne Fläche, wo ich jetzt sogar hier quer vorbeilaufen kann. Fenster rundherum auch wieder, schönes Panoramafenster, ein Fenster am Kopfende und nochmal ein Fenster am Fußende. Das heißt, Tageslicht kommt gut rein.
Und wenn ich jetzt nur ein bisschen Tageslicht haben möchte und so, dass mich jetzt das hier nicht unbedingt jemand reingucken kann, dann kann ich es auch noch mal ein bisschen abdämpfen und dunkeln. Ihr seht jetzt hier auch noch so eine Anthrazitwand. Wir tauschen gerade mal noch die Plätze. Und hier ist das Ganze dann wieder in dieser Filzoptik. Auch die Wand ist hier komplett in Filz, in der Filzoptik. Klar, jetzt könnte man sagen, dass das Fenster hier wäre schon schön, wenn das jetzt auch in einer Anthrazit- oder Filzoptik gewesen wäre. Das sieht jetzt halt ein bisschen aufgesetzt aus. Aber ich weiß, dass es also konstruktionsseitig schwierig ist, sowas dann in einer anderen Farbe zu kriegen als weiß. Ne, auch die Vorhänge, die gehen hier gut zu. Die sind auch schön durchgängig. Das heißt, das Fenster, wenn es zu ist, wenn es nicht da ist, man nimmt es durch diese Vorhänge gar nicht so richtig wahr. Und auf der linken Seite vom Bett haben wir dann auch noch mal sehr, sehr schönen großen Kleiderschrank. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Also Stauraum so viel und dann dieses tolle, wirklich, wirklich tolle Heckbad, das wir hinten drin haben. Ja, also eine Schiebetür, wo wir hier zumachen können. Das heißt, wir sind hier auch relativ gut schallisoliert. Ich denke, das konnte man jetzt auch hören. Unsere Toilette, wenn ich mich hier drauf setze. Ich habe gut, links und rechts ist es ein bisschen eng, aber ich habe, mal davon aus, dass meine Hände hier vorne sind. Ich habe eine tolle Beinfreiheit nach vorne. Es ist sehr, sehr komfortabel. Also wirklich unfassbar großes Fenster hier nach draußen. Wirklich groß. Und hier das Waschbecken in Mineralwerkstoffoberfläche, also sehr hochwertig. Und auch eine sehr tolle Haptik, ja. Und Stehhöhe brauchen wir jetzt eh nicht von reden. Hat er sowieso genug, also da müssten wir bei 2 Meter sein. Und die Dusche sehe ich gerade, gucken wir uns gleich an. Die ist nämlich auf der gleichen Höhe wie der Boden. Und das finde ich wirklich toll. Also klar, Duschklappe. Aber was ich halt wirklich gut finde, eine sehr tiefe Wanne. Also durch diese Wanne kann wahrscheinlich nicht mehr so viel rausplätschern. Das ist halt ein sehr hoher Duschkomfort. Auch wenn ich jetzt mal hier dann noch unseren Duschkopf, kann ich mich schön duschen. Oben hätte ich mir jetzt vielleicht noch ein Fenster gewünscht, um die Dusche direkt auszulüften. Aber optional gibt es dann auch noch mal hier die Kleiderstange, um dann nasse Sachen dann hier aufzuhängen und zu trocknen dementsprechend. Ah, was da hinten, guck mal, was wir da noch haben. Auch noch ein großer Schrank. Natürlich noch unsere Spiegel, Schränke, wo wir dann alles Mögliche im Bad auch verstauen können. Ihr habt es gesehen, für ca. 60.000, 70.000 Euro habt ihr hier so viel Komfort. Es ist halt wirklich so ein kleines Tiny House, so viel Platz habt ihr hier drin. Eine unfassbar tolle Küche, ein wirklich schöner Wohnbereich und noch zusätzlich ein Bett hinten drin. Da ist echt was geboten. Diesen Sitzbereich könnte man jetzt rein theoretisch auch noch für ein Bett umbauen, wenn ihr mal Gäste habt. Der Wohnwagen ist meines Erachtens perfekt dafür geeignet, um mal irgendwo auf einen Campingplatz anzufahren und ihn einfach mal für 1-2 Monate dort stehen zu lassen oder vielleicht länger. Aber ihr seid halt trotzdem noch relativ mobil, ist jetzt halt auch keine krasse Überlänge. Natürlich habe ich es ja am Anfang die technischen Daten schon eingangs erklärt. Ist schon ein Schiff, den erstmal zu ziehen oder sich den auch leisten zu wollen. Aber den Mehrwert, den ihr hier drin habt, gerade wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ist unschlagbar. Dementsprechend gut kommt der natürlich auch an. Also der 690 BQT ist wahrscheinlich der erfolgreichste Grundriss unter den Wohnwagen und auch einer der, meines Erachtens, einfach einer der schönsten. Einfach dieses Raumgefühl, was wir hier drin haben. Es macht so viel Spaß, hier drin zu sein. Und der Bedouin Scandinavia ist an für sich auch einfach ein schöner Wohnwagen durch das Design, das er außen und vor allem innen einfach hat. Schön grau abgesteckt, die Farbe kennen wir auch aus dem Nomad, aber dann dieses Anthrazit, diese Holzgriffe, dieses Weiß, auch die Küche mit diesen silbernen Applikationen und auch dieses bewusste, auf skandinavisch angelegte Design macht das Ganze hier sehr bequem. Das Polster ist jetzt gewöhnungsbedürftig, mir persönlich gefällt es gut, ich finde, es passt hier sehr gut ins Fahrzeug rein. Aber ich habe jetzt auch schon andere Stimmen gehört, denen das Polster jetzt nicht so gut gefallen hat. Zum Schluss ist es natürlich, obliegt es eurem Urteil, ob euch das gefällt oder nicht. Mich würde es auch wirklich interessieren, also vor allem, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Schreibt es uns gerne einfach mal in die Kommentare. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Lasst uns gerne ein Like da und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und es hat so viel Spaß gemacht, wirklich echt ein tolles Auto. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.